Standardfrage, nicht? Der müsste den Bauausschuss dann behandeln. Welche? Den Parkplätzen? Ja, Parkplätze. Ich kann nur sagen, ich habe heute, wie du es immer von mir verlangt hast, mit der Grundstückseigentümerin ein sehr gutes Gespräch gehabt und sie hat zwei Varianten quasi angeboten der Gemeinde und diese zwei Varianten bitte ich, dass man am Montag aufgrund der doch jetzt noch vertraulich wird quasi und dazu Abstimmungsprozesse, die notwendig sind, im Bauausschuss behandeln. Okay. Noch eine Frage? Ja, es gibt noch eine. Und zwar beim Plan Kreisverkehr wird ein Baum übersehen. Und jetzt muss der Plan ja neu gezeichnet werden und so die Form her, sollten da die Kosten. Kann man das eruieren? Ist schon umgezeichnet. Und müssen, ist das eine Pauschale oder müssen wir, weißt du das? Ja. Das kann ich da jetzt nicht sagen. Das wird sicher ein Projekt drin sein. Das ist sicher ein Projekt. Das ist also unsere Kostenanteil für den Kreisverkehr bei der Gleiche, wie die Planung jetzt überhaupt wird. Auf der Künstler jetzt nicht sagen, das können wir aber nochmal den Günther fragen. Ja, das brauchen wir den. Gibt es noch eine Frage? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich, bevor wir in die Tagesordnung eingehen, ein paar Änderungen. Die werden jetzt durchgegeben. Ihr kriegt jetzt die richtig gestellte quasi Tagesordnung ausgeteilt. Es geht darum, dass ich jetzt für euch, ich bitte zuerst, dass diese Absetzung, brauchen wir keine Beschlussfassung, den Punkt 4, Bebauungsplan 19, ein weiterer Grund für die Bauausschusssitzung am Montag, den setzen wir ab, weil noch drei weitere Einwendungen gekommen sind und die Stellungnahmen müssen wir gemeinsam im Bauausschuss noch behandeln, damit wir die auch das nächste Mal beschließen können. Und dann bitte ich euch um die Änderung des Wortlautes, und zwar des Punkt 2, Photovoltaikanlage im Lieb- und Dienstverkehrsvertrag für das Anliegen der Dachbrecher zwischen der Marktgemeinde Lieburg und der Photovoltaik Lieburg GSBR Änderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 26.06.2018, Tagesordnungspunkt 4, Beschlussfassung ohne verbindlichen Erwerb der Anlage durch die Marktgemeinde Lieburg, die Vertragslaufzeit 23 Jahre, Klammer nach 15 Jahren Option auf weitere 8 Jahre. Das hat sie jetzt im Wortlaut von dem Tagesordnungspunkt geändert. Wer damit einverstanden ist, dass wir den Wortlaut ändern, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist Gegenstimmen angenommen. Und dann bitte ich noch um eine Änderung der Reihenfolge, da unser Bauamtsleiter heute Geburtstag hat und trotzdem da bleibt, weil er uns den Punkt, den ersten Punkt im nicht öffentlichen Teil, den letzten Punkt im nicht öffentlichen Teil, der Vertrag, Vereinbarung der DKB quasi, näher erläutern muss, bitte ich diesen Punkt noch vorzuverlegen auf den, also ursprünglich war es der Tagesordnungspunkt 15 und jetzt durch das Wegfallen ist der neue Tagesordnungspunkt 5. Weil der Bebauungsplan wegfallen ist, da bitte ich auch, dass wir die Reihenfolge ändern. Wer damit einverstanden ist, diese Reihenfolge zu ändern, bitte mir zeigen, dazu stimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Ist auch einstimmig angenommen. Tagesordnung ist damit geändert und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1, Genehmigung und Fertigung des Sitzungsprotokolls vom 18.09. Es hat keine Einwendungen erhoben, damit gilt es als genehmigt und ich darf die Schriftführer bitten, hier das Protokoll vom 6. Moment, Moment, da wird es 2. Also das ist dann die Schriftführer bitte und dann habe ich ein Protokoll vom 19.07. Die Unterschrift von der Helene, von Jürgen und von der Eva. Tagesordnungspunkt 2, da geht es jetzt um die Photovoltaikanlage, wo wir schon einmal drüber geredet haben und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich bei allen Fraktionen, dass wir das jetzt in mehreren Gesprächen, sowohl der Adrian, vor allem aber der Josef, alle gemeinsam da jetzt quasi eine Lösung gefunden haben, wo wir uns auf eine Verlängerung, die im Sinne, glaube ich, auch der Betreiber, wie wir vorhin gerade durchgesprochen haben, wo es einerseits darum geht, dass wir die Laufzeit verlängern, auf der anderen Seite die Kaufoption dann dennoch immer die Möglichkeit erhalten bleibt, gemeinsam erarbeitet haben.
Wir haben also den Punkt 2 um 2 Punkte erweitert, die wir jetzt die jedem vorliegen, und wir haben hinten noch ein paar Anmerkungen, die hat der Josef Gott sei Dank alle noch gefunden, wo es um den Punkt 12 gegangen ist, wo wir wirklich, ich glaube, jetzt ein schönes Vertragswerk bekommen haben, damit wir diese doch umweltpolitisch wertvolle Maßnahme umsetzen können. Gibt es dazu noch Diskussionsbedarf, oder darf ich den Antrag gleich vorlegen, lesen, weil wir da jetzt doch uns einig sind? Gibt es einen Antrag oder zwei? Ne? Wir haben jetzt den, ich glaube, ich kann den, willst du den Antrag stellen? Oder soll ich den Antrag gleich für uns alle? Das ist ein Allparteienantrag, ich glaube, wir haben uns da wirklich gut alle zusammengearbeitet. Wie gesagt, nochmal danke an alle. Ja, Photovoltaikvertrag im Miet- und Dichtbarkeitsvertrag, der in der Gemeinderatssitzung vom 26.06.2018 beschlossene Vertrag soll geändert werden, sodass die Vertragslaufzeit von ursprünglich 13 Jahren auf nunmehr 15 Jahre geändert wird, mit der Option für eine Verlängerung um weitere 8 Jahre, somit gesamt 23 Jahre. Stelle daher den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Miet- und Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Photovoltaik Liebuch Gesellschaft nach Bürgerliche Recht, Dorfstraße 685/1 Liebuch als Anlagenerrichterin bzw. Eigentümerin und Mieterin und der Marktgemeinde Liebuch, Backerstraße 85 als Grundstückseigentümerin beschließen. Änderungen im Sinne des Vertrags, zum Beispiel Dienstbarkeitsflächen und technische Details, könnten sich noch ergeben. Dieser Vertrag ersetzt den am 26.06.2018 beschlossenen Erstentwurf und ist dieser gleichzeitig aufzuheben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, Einstimmig angenommen. Freut mich wirklich. Bravo, danke schön den beiden Herren. Das ist ganz eine tolle Sache, wir können stolz sein, dass wir in Liebuch so ein Projekt haben. Super. Bitte danke uns auch. Ja, danke an den Gemeinderat. Bitte. Eine tolle Sache. Gut, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3 in Genus ZD Geisdorf, Honorarangebot vom 12.10. Da geht es jetzt darum, dass wir ein paar die im Ausschuss besprochen, die um das Gebiet für den Sportplatz zu vergrößern und um den Teich einmal quasi ins Auge zu fassen, müssen wir Vorarbeiten leisten. Wir brauchen eine Planungsunterlage zum Einreichen bei der BH. Das heißt, jetzt würden wir mit diesem Antrag würden wir beschließen, die Planungsvariante, die Gott sei Dank, diese Doppelvariante um einiges bedanken. Einerseits die Planung umfasst, aber im nächsten Schritt damit könnten wir bei der Bezirkshauptmannschaft bei allen Stellen, die ja notwendig sind, vom Umweltschutz bis zum Wasserrecht, quasi eine Einreichung machen. Danach würden die beurteilen, ist das in dieser Form möglich, wie es das technische Büro quasi beurteilt hat, und danach würde ich mit diesem, muss ich natürlich mit den Baukosten und ein Angebot für die Errichtung von Umlegung von Bachwinkeln wieder euch im Gemeinderat befassen, ob ihr damit einverstanden seid. Das heißt, da geht es jetzt nur mal darum, damit wir wissen, geht's, sind alle Stellen, die damit befasst sind, einverstanden, und in weiterer Folge um ein Angebot einzuholen, was kann das kosten, damit man das errichten kann. Also gibt es dazu eine Frage oder eine Anmerkung? Faktum ist nur, dass der Preis revoltiert hat. Vom Erstanbau, ja. Mit dem zusätzlichen Punkt Artenbachverlegung. Genau. Es ist insgesamt, dadurch, dass zwei Sachen sind und da unten schon vieles voruntersucht war, der Preis besser. Eine Anmerkung, schon ein zweites Angebot wäre schon tot gewesen. Also naja, wir haben da absichtlich, ich glaube, dass wir ein zweites Angebot in dem Bereich, dass wir das Industriegebiet, wo ja der Sportplatz dabei ist, komplett von der Firma in Genus durchgeplant haben zur Errichtung des Rückhaltemaßnahme. Unten haben die dort alles untersucht. Die waren in Kontakt mit der Dr. Simbeni wegen den umweltrechtlichen und Schlangenbedenken. Das heißt, das Büro in Genus hat ja deswegen so ein günstiges Angebot machen können, weil die da unten schon einmal alles abgegangen und untersucht haben. Das heißt, die tun sich ja viel leichter zu sagen, ich untersuche jetzt nur mehr die Bachverlegung, weil alle anderen Umstände da unten kenne ich schon. Das heißt, da jetzt wen anderen zu nehmen, wäre sicher mein Vielfaches teurer geworden. Wichtig wäre nur bei dem Gutachten, dass man das Projekt teilt und also ohne Artenbach und Artenbachverlegung ohne Teich fehlen. Also nicht das zusammen in einem Projekt. Das ist eh klar. Wir kriegen jetzt quasi die Möglichkeit für beides. Gehen dann mit beiden Teilen, die ja nicht zusammenhängen, zur BH, schauen, was kommt dort raus, ist beides möglich. Und dann müssen wir eh erst über eine etwaige Vergabe bzw. ein Angebot einholen. Und dort ist es, glaube ich, dann in eurem Interesse, dass wir ein Angebot für die Bachverlegung
dein Angebot für die Schwimmstelle, die Badestelle, so hast du es richtig bekommen für die Errichtung. Ja. Weil natürlich wir schauen könnten, ob wir dort einen günstigeren Preis bringen, wenn wir beides gemeinsam machen, weil wenn ein Bagger vor Ort ist, wird er wahrscheinlich billiger sein, wenn er beides macht. Aber das können wir ja, kann man im Angebot berücksichtigen, dass man 1-1 plus beides gemeinsam kriegt. Dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge das vorliegende Honorarangebot der Ingenieure ZT GmbH 8200 Gleisdorf vom 12.10.2018 mit einer Angebotssumme in der Höhe von 14.280 brutto für Planungsleistungen zur Erstellung eines wasser- und naturschutzrechtlichen Einreichprojektes beschließt. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist auch ein. Moment, bitte. Viermal Enthaltungen. FPÖ, Enthaltung. Da kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Bebauungsplan 19 nochmal angesetzt. Der neue Tagesordnungspunkt 4 ist Bericht des Prüfungsausschusses. Und den darf ich bitte mal den Leinwand zu. Nur zwei kleine Anmerkungen des Prüfungsausschusses mit der Bitte, in der Fahrkasse die Anmerkung zu optimieren. Genau, da ist die Stellungnahme gleich dabei. Einmal war es Dach der offenen Tür freiwillige Feuerwehr und das andere war in der Schule eine Veranstaltung zum Thema Essen in anderen Ländern. War ich nicht dabei. Gut, dann kommen wir zum, na, da wird es einmal im öffentlichen Teil mit der heutigen Gemeinderatssitzung beendet. Ich bedanke mich fürs Mitfühlen, leider war es heute nicht so spannend, weil man halt aus gewissen Formulierungsgründen die Flächenwidmung noch